So, da sind wir live, Marktplatz der Gesundheit, hier heute live auf LinkedIn und später auch das Interview mit Professor Dr. Metil Hasenberg über YouTube überall zu sehen. Unsere Themenwoche Adipositas, das ist hier das Bergfest, heute ist Mittwoch, wir haben Montag und Dienstag schon spannende Inhalte gehabt, Donnerstag und Freitag kommt noch und heute haben wir ein Thema, wo es darum geht, in 10 Jahren 60% mehr adipöse Kinder und Jugendliche. Und da freue ich mich sehr, Till, dass ich heute hier bei dir sein darf. Ich bin in Wuppertal im Helios-Klinikum und Kinder und Jugendliche sind ja gar nicht deine Hauptexpertise, mit denen du täglich beschäftigt bist, aber dich interessiert es sehr, spricht ja auch ein bisschen für den Menschen, dass das Thema Prävention auch ein wichtiges ist. Aber von den Menschen erzählst du kurz mal vielleicht selber ein bisschen, stellst dich kurz vor, wer du bist, wo wir sind und ja, vielleicht noch kurz ein bisschen zu der Motivation des Interviews und dann legen wir los. Ja, Markus, vielen Dank für die Möglichkeit, mich auch einzubringen bei diesem total spannenden Thema Adipositas. Zu meiner Person, mein Name ist Till Hasenberg, ich bin 48 Jahre und von Haus aus Chirurg und leite das Helios Adipositas Zentrum West. Das ist ein Angebot an schwerst übergewichtige Menschen und zwar in den Orten Oberhausen, Velbert und Wuppertal. Und heute habe ich Sprechstunde in Wuppertal den ganzen Tag gehabt, habe viele Patienten beraten. Und du hast schon richtig gesagt, Kinder sind sozusagen die Patienten der Zukunft oder hoffentlich, und da setzt ja unser Präventionsansatz an, dass wir ja möglichst wenig Betroffene produzieren wollen in den nächsten 10 Jahren, wobei die Prognosen eher pessimistisch stimmen lassen. Da gibt es ganz gute Daten, die eigentlich prognostizieren, dass in den Jahren 20 bis 30 die Zahl adipöser Kinder und Jugendlicher um 60% steigt. Und zwar nicht nur in der ersten Welt und nicht nur in Deutschland, sondern praktisch global. Und als Chirurg muss man sagen, ich operiere ja gerne, aber diese Masse, ja, das werden ja irgendwann auch mal Erwachsene, die kann man nicht wegoperieren. Ja, das kann überhaupt kein Konzept sein. Und deswegen freue ich mich, dass wir zusammengefunden haben und dass ich auch am Marktplatz teilnehmen darf, weil ich glaube, wir müssen die Angebote, die wir machen können und Therapiekonzepte für die vorbehalten, die wirklich davon profitieren. Und Adipositas oder Übergewicht als Thema muss eigentlich ein Präventionskonzept sein oder ein Präventionsthema sein, weil wir haben keine Lösung für alle, ja, und sicherlich keine operative Lösung. Da vielleicht einmal kurz, weil das ist vielleicht nicht jedem Zuhörer klar, die kann man nicht wegoperieren, ist ja eine reine Kapazitätenthematik. Genau. Ne, also da vielleicht so ein bisschen mal kurz so ein Verhältnis, wie viel im Moment in etwa, weißt du das? Wie viel? Genau, also nur, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, eine Adiposas-Operation ist ja so ab einem Body-Mass-Index von 40 indiziert oder 35 mit Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, ist ja auch ein Riesen, auch gesellschaftspolitisches Thema. Und wenn man mal so überlegt, wir führen in Deutschland, und Deutschland ist sicherlich kein führendes Land aktuell, führen wir so 25.000 Adipositas-Operationen im Jahr durch. Hört sich erstmal viel an. Wenn man sich überlegt, allein in Nordrhein-Westfalen gibt es fast 200.000 Erwachsene, die ein BMI über 40 haben. Das heißt, selbst mit der Gesamtpower in Deutschland könnte man noch nicht mal NRW versorgen. Und um so ein bisschen die Dynamik auch zu zeigen, da gibt es super Daten vom Statistischen Landesamt. Ja, der Laden hat keinen Ruch, dass er irgendwie pro Adiposaschirurgie wäre. Und die Zahl der BMI-40er, wir sehen so ein Shift, muss man sagen, in den BMI-Klassen, also die Gruppe der extremst Übergewichtigen, ist um 85% in Nordrhein-Westfalen gestiegen in gerade mal 12 Jahren. Und Adipositas, und das weißt du auch, ist natürlich auch noch ein soziales Thema. Ja, auch Prävention hat auch immer was mit sozialen Verhältnissen zu tun. Und in den eher sozial schwachen Regionen in NRW, zum Beispiel im Ruhrgebiet, ist diese Gruppe um 125% in 12 Jahren gestiegen. Das heißt, das hat sich mehr als verdoppelt. Ja, und da hört man schon raus, auch wenn alle Chirurgen in Deutschland nichts anderes mehr machen würden, als Adiposas-Operationen durchzuführen, könnte man dem nicht Herr werden. Und das kann nicht die Lösung sein. Ja. Also ist auch, die Kurve ist auch exponentiell. Genau. Ja, ja, das heißt auch, viele Probleme haben wir uns vielleicht durch Lebensstil, Lebenswelten, wie sie beschaffen sind, schlechte Verhältnisse selber geschaffen. Und jetzt stehen wir vor einem Riesenberg. Und ich glaube, vielleicht nochmal, bevor wir zu unserem Thema gehen, ist es ja auch eine Thematik, was multimorbide wird, also viele Folgekrankheiten. Und ja, Herz-Kreislauf-Erkrankung ist und bleibt ja der höchste Kostenpunkt in unserem Gesundheitswesen.
also nicht mehr bezahlbar. Also gibt es ja eigentlich gar nicht die Frage, ne? Wir brauchen funktionierende Prävention. Es ist einfach mal faktisch so, es ist nicht kapazitätmäßig, selbst wenn es finanziell stemmbar wäre, nicht machbar. Punkt. Also es gibt ja vielleicht auch, also es gibt ja auch die ersten vielleicht pharmazeutischen Wege gerade, die vielleicht, ich glaube nicht, Prävention, auf gar keinen Fall Prävention ersetzen können, das glaube ich nicht, das darf ja nicht sein, aber vielleicht ein bisschen unterstützen können. Aber grundsätzlich kommen wir jetzt mal an dem Thema nicht vorbei. Es muss mal irgendwann irgendwie Prävention funktionieren. Also ich denke auch, dass wir, das ist ja so ein Gesamtkanon, den man betrachten muss. Und aktuell ist der Fokus halt sehr, wenn man es mal salopp sagt, wir gucken auf das Kind, das in den Brunnen gefallen ist. Ja, und wir müssen halt verhindern, dass, und da sind wir wieder bei dem Thema Kinder und Wachstum der Adipositas, wir müssen verhindern, dass die Kinder in den Brunnen fallen. Ja, und das macht man am besten, indem man die Mauer um den Brunnen besonders hochzieht und eine Barriere schafft. Und dann werden noch immer genug Betroffene übrig bleiben, weil es ist nun mal eine chronische Krankheit. Ja, es ist eine Krankheit mit einer Progression. Aber ich denke, wir sollten nicht akzeptieren, dass eine Bevölkerung immer übergewichtiger und immer schwerer wird. Und du hast es ja schon richtig angesprochen. Es sind ja ganz viele Folgethemen, die da auch schon mit reinspielen. Und ein Thema, was uns in den nächsten 10 Jahren auch extrem betreffen wird, ist der Zusammenhang zwischen Adipositas und Krebserkrankungen. Auch da gibt es für fast 20 Krebsarten gibt's ganz klare Daten, dass mit steigendem BMI, also mit dem steigenden Body Mass Index, auch das Risiko für Krebserkrankungen deutlich steigt. Und da ist man dann wieder, da kommt dann wieder der Chirurg raus. Wenn man mal eine aufwendige Tumoroperation bei einem Patienten gemacht hat, der nochmal 160 oder 180 Kilo wiegt, dann weiß man, das ist hochkomplex im Vergleich zu 80 Kilo. Ja, das Outcome ist bei vielen Patienten auch deutlich schlechter. Also ob wir wollen oder nicht, ja, und ob das jetzt schön ist oder nicht, wir müssen einfach sagen, wir müssen uns dieser Thematik stellen, und die Prävention ist eigentlich der Baustein, der spielentscheidend sein wird. Ja. Man kann in viele Gesundheitsthemen unglaublich viel Geld stecken, ja, und man kann unglaublich viel in die Therapie stecken, aber wenn wir die Chance haben, mit Vorsorge, mit Prävention, mit rechtzeitigem Erkennen von Patienten oder von Gruppen, die einem Risiko ausgesetzt sind, dann werden wir deutlich mehr erreichen und werden auch, sag ich mal, unser Geld besser angelegt haben. Also ich denke, wenn man Kinder davor schützt, schwerst übergewichtig zu werden, ja, dann hat man für die auch gerade in der Lebensperspektive unglaublich viel erreicht. Und da gibt es gerade in dem Zusammenhang eine ganz aktuelle Untersuchung aus Schweden. Da hat man einfach mal eine Kohorte von Männern genommen, die jetzt um die 60 sind, die als Kinder schon übergewichtig waren, und hat das, die Schweden haben relativ gute Gesundheitsregister, haben das mit dem Krebsregister von Schweden abgeglichen und konnten schon da sehen, dass die Kinder und Jugendlichen, die schwerst übergewichtig waren, schon in Kinder- und Jugendzeiten, im späteren Alter ein höheres Risiko hatten, eine Tumorerkrankung zu erleiden. Und das muss uns doch wirklich an den Punkt bringen, dass wir sagen, Prävention muss früh anfangen, muss dorthin gehen, wo die Menschen sind, ja, muss über jede soziale Schicht hinweg ankommen. Und ich glaube, da sind die Ansätze, wo der Marktplatz ja auch sein möchte. Absolut. Und das Ganze muss irgendwie steuerbar sein. Ja, da können wir vielleicht erst mal ein bisschen einsteigen. Grundsätzlich, wenn man auch so die Zahlen, Daten, Fakten hört, ist im Verhältnis 490 Millionen im Jahr für Lebensweltenprävention, was die Krankenkassen ausgeben müssen, um Lebensweltenprävention zu fördern. Also 7 Euro pro Versicherten, um das mal runterzubrechen, ist nichts, oder? Das ist gar nichts. Ja? Also es steht in keinem Verhältnis zu den Kosten, die die Patienten, wenn sie dann wirklich die Folgeerscheinungen haben und Diabetes entwickeln, Hypertonus entwickeln, für 7 Euro kriegt man einen Tag Therapie. Also ich bin jetzt kein Pharmakologe, aber ich glaube, da wird es nicht viel. Vielleicht müssen wir da unsere Apotheker im Marktplatz mal fragen. Aber ich glaube, 7 Euro, da kommen wir nicht weit mit. Nee, gar nicht. Das ist ja auch das Thema, wo wir uns als Marktplatz, wo wir uns ja auch einfach gefunden haben. Übrigens, ganz witzig, kann ich mal kurz erzählen. Ich habe Till einfach Herr Hasenberg auf LinkedIn angeschrieben und habe gesagt, hey, wir haben Ideen, wie wir wirklich Prävention zum Menschen bringen und so weiter. Und dann war es auch zufällig Essen und Nähe. Und dann haben wir telefoniert, und Till Hasenberg ist auch im Lenkungskreis des Marktplatz Gesundheit Essen. Was heißt das? Vielleicht ganz kurz. Wir versuchen in Städten und Kreisen Lenkungskreise vor Ort aufzubauen, wo es immer einen Moderator gibt. Der Moderator muss aus dem Gesundheitswesen kommen. In Essen ist das SGZ, Sport- und Gesundheitszentrum. Berlin ist es die Bezirksapotheke und. Ganz viele Beispiele. Warum sind die da schon? Weil es sonst nicht glaubwürdig ist. Wir haben so einen Dienstleister-Reisezirkus in Deutschland und diese 490 Millionen Euro Präventionsgelder, die viel zu wenig sind. Wo landen die?
ja, also auch selten in der nachhaltigen Prävention. Da sind dann ganz unterschiedliche Strukturen, wo vielleicht, ich war selber mal Dienstleister bundesweiten Präventionsauftrag Setting Kommune, und dann bin ich als Westfalen in Garmisch-Partenkirchen, die wollen von mir nicht hören, wie es laufen könnte. Ne? Also da kann man mal einen netten Tag verbringen und ein bisschen sicherlich konstruktiv miteinander wirken, aber wirklich verantwortlich zu werden, wird da nicht funktionieren. Also braucht man Experten vor Ort. Das brauchen wir als Struktur auch. Und dann ist aus dieser schon kommunalen, verbindlichen Struktur, wo aus unserer Sicht auch in der Zukunft die Apotheken vor Ort der wesentliche Moderator und Lotse sein sollten im Gesundheitswesen, ist erstmal eine Grundlage, worauf man dann über Bedarf, der da ist, aufbauen kann. Über den Bedarf würde ich jetzt gleich gerne mit dir sprechen. Das vielleicht einmal auch zu den, warum die Apotheken, das ist auch wichtig zu verstehen, wir können halt auch keine Programme aufbauen, die immer Einfluss von außen brauchen. Wir müssen die Ressourcen aus den Städten und Gemeinden nutzen, die da sind. Wenn wir das nicht tun, wird das auch nicht funktionieren. Und da sind deswegen Apotheken ganz wichtig. Jetzt sind wir in Essen. Wir planen dort ja ein Quartiersprogramm. Adipositas wollen im letzten Quartal starten mit unterschwelligen QR-Code-Strukturen, wo wir über QR-Code-Wissen platzieren. Wir wollen Zuckerdetektiv als Workshop machen. Aber wenn ich jetzt einfach Essen habe, du hast gesagt, früh anfangen. Was heißt denn früh? Also nach dem 18. Lebensjahr oder? Nee, da. Das, also früh stelle ich mir echt früh vor. Und da ist natürlich immer die Frage, wo finden wir die Kinder? Ja, wo kommen wir an die Kinder und natürlich auch an die Eltern und an die Erwachsenen ran? Und wir hatten uns ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber unterhalten. Ich finde den Ansatz mit den Apotheken finde ich hochspannend, ja, weil die Apotheken sind ähnlich wie die Hausärzte, sind ja Begleiter für Familien, für junge Familien mit Kindern, die einfach auch immer die Familien auch im Blick haben. Ja, und eine Apotheke ist auch eine relativ stabile Struktur. Ich gehe tatsächlich, ich habe zwar bei mir im Stadtteil auch mehrere Apotheken, aber ich gehe immer in die gleiche. Ja, ich würde es auch woanders kriegen, ja, aber ich kenne jetzt die Apothekerin, die kennt mich, ja, wir plaudern so ein bisschen. Ich weiß ein bisschen was über die Familie, sie weiß ganz viel über meine. Und ich glaube, wenn da so ein bisschen dieser professionelle Blick dabei ist, ja, und aber auch so nicht so eine Distanz da ist, ja, wie sie vielleicht auch manchmal so, man kennt ja so diesen White-Kittel-Hypertension nennt sich das, so dieser Blutdruck, der nur hoch ist, wenn man beim Hausarzt in der Praxis sitzt, weil man halt aufgeregt ist, aber bei der Apotheke kann man reingehen, man kann auch wieder rausgehen, ja, man kann sich das anhören, man kann es annehmen oder nicht, also ich denke, wir müssen in diese Niederschwelligkeit reinkommen und ich glaube, dass das auch etwas ist, was Apotheke in Deutschland auch auszeichnet, ja, das sind echte qualifizierte Gesundheitsdienstleister, die einfach nah am Menschen dran sind, ja, und ich glaube, dass auch dadurch, dass eine Apotheke natürlich nicht immer nur Rezept heißt, nicht immer nur Krankheit heißt, sondern auch einfach breites Gesundheitsangebot sowieso hat, Beratung, ja, glaube ich, dass das genau der Punkt ist. Und wenn man dann die Sportvereine mit reinnimmt, die Schulen mit reinnimmt, sodass wir einfach so ein rundes Angebot machen, wo wir viele Angebote machen, möglichst niederschwellig, dass man einfach eine Awareness auch entwickelt, ja, dass man einfach weiß, hey, ich habe ein Thema, ja, und ich erlebe es ja bei meinen Patienten, die haben diese Thematik ja schon ewig, ja, Adipositas beginnt ja nicht in der Regel mit 55, ja, sondern die meisten kommen entweder aus einer Familie, wo man eine besondere Betonung auch schon des Gewichts über mehrere Generationen sieht, die haben es teilweise seit der Pubertät, die haben ganz viele Sachen selber ausprobiert und natürlich, das gehört ja auch dazu, auch Apotheken verkaufen ja auch Produkte, die im weitesten Sinne ja auch gewichtsregulierend sein könnten oder sollten. Ja, darüber kann man sich natürlich streiten. Ja, aber natürlich sind die am Thema dran. Und deswegen glaube ich, sollte man das Angebot halt schaffen, einfach möglichst auch easy über diese Thematik zu sprechen. Ja, und ich glaube, dass ja bei vielen Präventionsthemen, je einfacher man den Zugang macht und je näher man am Menschen ist, desto mehr kann man auch erreichen. Ja. Wir müssen ja nicht therapieren, wir müssen ja sozusagen nur sensibilisieren. Sensibilisieren und finde ich auch total wichtig. Du hast gerade gesagt, Eltern, also im Endeffekt, um nochmal zu den oder vielleicht abschließend zu den Apotheken, ich glaube, dass man auch viele Mitstreiter bekommt. Wir haben zum Beispiel mit Allergosan jetzt ein Partner im Institut für Darmgesundheit aus Österreich, was auch in Essen unterstützt, die auch einfach ein großes Interesse haben, dass die Apotheken vor Ort gestärkt werden. Ja. Ich glaube, dass wir da ganz viele auch Mitstreiter finden, die auch sich gar nicht so an die Versandapotheke hängen wollen, weil einfach ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaftsstruktur damit gefährdet wäre. Ne, du hast gerade zum Thema früh anfangen Eltern. Also im Prinzip
müssten wir eigentlich die werdenden Eltern erreichen? Eigentlich müssen wir die erreichen, bevor sie Eltern werden wollen. Ja, das ist natürlich auch bevor sie Eltern werden wollen. Das ist ja okay. Ein Riesenthema. Wir haben ja sozusagen eine große Gruppe und das ist ja, also ich erlebe es ja immer wieder in der eigenen Arbeit, dass Patienten werden erst zu Patienten, sage ich mal, die entwickeln erst ein Bewusstsein für eine gewisse Thematik an, so leider nur so einen neudeutschen Begriff, wenn sie Lifetime-Events haben. Also ich habe ganz viele Patienten, die kommen und sagen, ja, ich bin jetzt Vater geworden, ja, und jetzt habe ich nun mal 150 Kilo und ich möchte mit meinem Kind aber auf den Spielplatz gehen, ich möchte was mit denen erleben, ich möchte das Kind auch, also ich bin vielleicht selber, damit habe ich es gelernt, umzugehen mit sozialer Stigmatisierung, aber ich möchte es meinem Kind nicht zumuten. Mhm. Und das sind so diese Momente, wo man die Patienten dann auch packen kann. Ja, und wir haben ja auch einen Zusammenhang zwischen dem Thema ungewollte Kinderlosigkeit bei Frauen wie bei Männern, Adipositas assoziiert. Also das ist ja auch ein großes Thema, klar, was mich auch persönlich interessiert. Und auch da kann man die abholen. Ja, und ich glaube, man sollte dieses Abholen bei dieser Thematik nicht so monothematisch aufsetzen. Und ich bin natürlich als Chirurg mit sozusagen einem Angebot bin ich total monothematisch. Ja, also ja, ich könnte mich auch zurücklehnen und sagen, ich operiere das nur, ich bin der Dienstleister für laparoskopische Mageneingriffe. Aber genau das greift ja viel zu kurz. Und ich glaube, wir müssen sozusagen niederschwellige Angebote, die an ganz vielen Momenten halt greifen, ja, mhm, und die natürlich sozusagen in der Schule schon anfangen. Also ich würde zum Beispiel das Thema Ernährung mir wirklich mehr in den Schulen auch wünschen. Ja, also wir müssen einfach vermitteln, dass es einfach eine vernünftige Art sich gibt zu ernähren, ja, und andere Sachen, die halt eher im Bereich der Genussmittel sich bewegen, aber Genussmittel heißt auch, dass man es nicht 24/7 machen sollte, ja, und dass Bewegung wieder in den Schulen wirklich, wirklich betont ist. Da sind sicherlich viele Schulen super aktiv, ja, aber ich glaube, da haben wir noch ganz viel Luft nach oben, dass die Vereinsstrukturen darunter, die haben ja unter Corona auch massiv gelitten, dass wir die wieder pushen, ja, dass die Kinder wieder in die Sportvereine gehen. Und ich glaube, wenn wir so einen Schirm schaffen, ja, der das Ganze irgendwie vernetzt, ja, dann haben wir viel erreicht. Und ich glaube, so kann Prävention funktionieren. Nicht, dass wir sagen, hier gibt es jetzt ein Programm, das Programm heißt X, ja, und das macht nur One Way, ja, sondern ich glaube, wenn man einfach diese Thematik in die Bevölkerung reinträgt und das möglichst niederschwellig macht, dann werden wir was erreichen. Hoffe ich. Ja, ich bin mir sicher. Vielleicht zu einem Thema mal, also bevor Sie Eltern werden, generell, wenn wir das Thema jetzt anfangen, greifen wir fangen wir an. Das heißt, die Kinder, die wir jetzt in der Schule erreichen würden, würden wir in einiger Zeit erreichen, hätten wir die schon erreicht, bevor sie Eltern werden. Ich glaube, dass man bei solchen Dingen sehr viel Realpolitik braucht. Ja, weil das Thema Schule ist natürlich total logisch. Ja. Ich habe einen Podcast gehabt hier in der Adipositas-Woche mit einer Schulleiterin und die sind da natürlich ein bisschen zurückhaltender, weil Schule soll ja so einiges. Ne? Medienkompetenz zum Beispiel, ja, am besten die Schule. Ne? Und das ist ja wichtig, Cybercrime-Zahlen, da wird ja auch schlecht. Ja. Ne? Also letztendlich könnte eigentlich der Stundenplan irgendwie von 8 bis 18 Uhr gehen und dann gäbe es immer noch Themen, das muss Schule jetzt vielleicht auch noch machen. Ja. Ne, vom Ansatz her bin ich voll bei dir und ich habe auch in dem Gespräch, auch in dem Podcast gesagt, ich glaube schon, dass wir am Sachunterricht mal entscheiden können, ob wir über Dinge, über einen Tsunami reden, der unser System irgendwann kollabieren lässt und da muss vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer sagen, okay, dann sind wir auch nur ein Teil dieses Systems und schieben andere Sachen raus. Aber trotzdem war das jetzt nicht so, ja klar, sehen wir auch alle so, jetzt ändern wir mal unser Curriculum und machen mal andere Unterrichtsstrukturen. Thema gibt es auch schon ewig, ne? Dass in die Schule was rein soll. Und wir kriegen es ja nicht auf die Kette hier, ne, in unserer föderalen Politik. Was aber vielleicht geht und dann vielleicht auch in Essen an unserem gemeinsamen Standort vielleicht ein Beispiel werden kann mit einem guten Konzept. Ich bringe mal einfach mal ein paar Dinge zusammen. Ich weiß, dass es von den Apotheken, von den Kammern, gibt es so Programme für Apotheke macht Schule irgendwie. Ne? So, die werden relativ selten wahrscheinlich genutzt. Zumindest war mir das vorher auch noch nicht so richtig bekannt. Ich weiß aber, dass Apothekerinnen und Apotheker natürlich gerne auch in diesem Netzwerk auch mit ihrer wirklich Heiler-Denke, die sie ja nun mal auch haben, ne, fantastische Persönlichkeiten, gerne mitmischen. So, aber es passiert relativ wenig. So, dann ist die Schule, Corona, haben auch ein paar andere Sorgen. Es gab Erlasse, dass du als Drittanbieter da gar nicht rein darfst und so weiter, ne, auch alles gar nicht so ein einfach zu spielendes Thema.
Aber irgendwie wäre die Verbindung, man hätte Inhalte, ne, die gibt's, die können wir auch schaffen, ne, über Marktplatz. Wir haben einen Workshop Zuckerdetektiv, Apothekerin, Apotheker wären da, man würde vielleicht weitere, weil die Schulen haben auch Probleme, überhaupt Fachpersonal zu bekommen von außen in der heutigen Zeit. So, und dann gibt's Gründe, warum sich das nicht findet. Und dann hast du daneben den schulischen Ganztag. Chronisch unterfinanziert, kaum Möglichkeiten, im Moment immer schwieriger, Fachpersonal für irgendwas von außen zu bekommen, für qualifizierte Sportangebote, für Ernährungsthemen, für sonstig, egal was, sodass das und die, was die suchen, händeringend. Das heißt, das, wenn wir von realpolitischen Ansätzen sprechen, wäre das ja eigentlich eine Verbindung, wenn wir jetzt über Essen sprechen, war das zum Beispiel der Träger in der Stadt Essen, des schulischen Ganztags, ist die Essener Sportjugend. Normalerweise sind da paritätische Wohlfahrtsverbände. Hm. Das heißt, man hat auch nur einen Ansprechpartner. Ja. Wäre ja vielleicht ein Thema, ne, wo man, und ich glaube, im schulischen Ganztag erreicht man auch sehr viel sozioökonomisch schwache Strukturen. Ne, man muss sich mit den Sprachen auseinandersetzen. Ja. Wir haben ja jetzt auch die deutsch-türkische medizinische Gesellschaft in Essen an Bord. Und das sind zum Beispiel so Dinge, wo wir, glaube ich, einfach ein bisschen auch gucken müssen, wo ist wirklich überhaupt irgendwas frei, ja, wo man mit diesem Wissen eindringen kann. Können wir ja mal in unser Konzept fürs letzte Quartal mitnehmen und wir berichten dann irgendwann mal, was daraus geworden ist, dass wir mal versuchen, mit ein, zwei, drei Apothekern in ihrem Umfeld mal so ein Ernährungsthema für einen Ganztag zu machen. Glaube ich, kriegen wir inhaltlich ganz schnell ganz gute Themen. Was halt brauchen wir auch gar nicht zusammenkriegen, Ernährungspräventionskonzepte gibt es ja genug. Wie sagt da mehr? Ne? Kriegt man nur nicht zum Menschen. Das wäre doch mal ein guter Versuch, oder? Ja. Ich finde es auch spannend und deswegen mache ich ja auch so gerne damit, auch gerade in Essen, weil Essen kann man ja fast wirklich wie so ein Versuchslabor, ja, wie unter Brennglas, weil Essen ist ja hochspannend, ja, mit dieser Aufteilung, auch der sozialen und der strukturellen Aufteilung. Und ich glaube, wenn man da mal zeigen würde, wir haben ein Konzept, ja, das funktioniert in Essen, im Norden genauso wie im Süden. Ja, Regionen mit hohem Migrationsanteil und mit ganz niedrigen. Und überall funktioniert es, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir überall Themen haben. Ich hatte mal eine Freundin, die war Grundschullehrerin in Essen, die sagte, die Kinder im Essener Süden, die verkommen halt anders. Ja, und ich glaube, das ist gerade bei Themen wie Ernährung und Prävention ist das auch ein Multimedia, super wichtiger Ansatz. Und das finde ich hochspannend. Und ich glaube, man muss jetzt wirklich einfach mal ins Machen kommen. Genau. Wir müssen einfach was machen im Rahmen der politischen Rahmenbedingungen. Ich glaube, die Zeit ist reif und sie ist gut, ja, sodass wir auch mit den Konzepten, die wir haben, auch mit den Playern, die wir da zusammengetragen haben, auch wirklich mal eine Veränderung erreichen können und zumindest versuchen. Ja, dann gehen wir das an, wenn wir über Zeit sprechen. Ich gucke mal hier auf den Wecker. Ja, wir sind schon über 20 Minuten. Wir wollen ja immer die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer nicht allzu lange beseelen und begeistern, lieber hin und wieder mal öfter. Und dann nehmen wir einfach ein paar Dinge aus dem Gespräch mit, nämlich diesen Ansatz auch, das mal konkret mit den Apothekern und dem schulischen Ganztag zu verbinden. Ja. Und weil ich glaube, da haben wir Potenzial und da hätten wir vielleicht Win, Win, Win. Ja, ne? Der eine sucht, so. Der andere will geben. Ja. Und was die Zeit angeht, wären wir bei dem Thema, glaube ich, auch 5:12 wäre gut, ne? Ich glaube, wir sind auch 5:12. Oder 5 nach. Wir müssen das ja nicht. Diese arme Uhr um 12 Uhr wird ja sehr überstrapaziert. Ich glaube, es ist immer 5:12. Ja, und man muss immer kreativ bleiben, man muss neue Ideen vorantreiben und dann 5:12 finde ich so pessimistisch. Ja, dann können wir es auch gleich lassen. Ja, okay. Deswegen, wir sind immer 5:12. In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Na, wir werden berichten. Die Themenwoche Adipositas wird wiederkommen auf Thementage dazu. Und am besten seht ihr uns aber im Quartier. Danke dir. Gerne. Ciao.